Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4 in der dunklen Behausung von Olivia, Max und Lucy. Wir haben kein Geld, wir haben keinen Strom, wir haben gar nichts. Und Olivia, du musst zur Toilette. Was willst du da jetzt machen? Früchte grillen? Ganz bestimmt nicht. Madame, du musst doch zum Klo und Max muss auch. Warum ist Max nicht oben gegangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil Lucy da drin war. So. Verwenden. Es ist mitten in der Nacht, Leute. Wollt ihr nicht ins Bett gehen? Lucy will sich da jetzt was zu futtern holen. Ja, Leute, wir brauchen dringend Geld, ne? Ich habe es ja schon das letzte Mal gesagt, als wir mit den dreien hier gespielt haben, dass wir mal wieder was klauen gehen könnten, dass wir vielleicht andere Sims um einen Kredit bitten oder so. Müssen wir mal gucken. Aber so dunkel ist das schon echt blöde. Ich würde das aber diesmal echt gerne auch mit der Pflanzen-Sim-Herausforderung hinbekommen. Ich gebe mir jetzt noch eine Chance und müssen wir mal gucken, wie das so klappen wird. Outfit ändern. Ach, weißt du was? Bleib im Schlafanzug. Nee, nee, du musst da keine Früchte grillen. Lass mich raten, euer Kühlschrank ist voll, Madame. Öffnen. Was haben wir denn? Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt, wenn nur Fleisch da ist. Pass auf, dann mach eine Portion Salat. Eine Partygröße. Ist ganz gut. Max, wie geht's dir denn? Alles okay soweit, ne? Was macht die Kuhpflanze? Die ist noch nicht weitergewachsen. Die kannst du aber mal bitte bewässern. Da wird sich ja gleich hoffentlich die Olivia hier zu der Lucy setzen. Boah, ist das blöd, so ohne Licht, ne? Richtig ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Aber gut. Da kann der Max dann, ja, ein bisschen was klauen gehen, ne? Wie hoch sind unsere Rechnungen? Das wüsste ich gerade gerne. 17.000. Oh, Leute. Ist das heftig. Echt jetzt. Und Lucy, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, du gehst gleich ins Bett, ne? Dass du auf jeden Fall ein bisschen noch schläfst vor der Schule. Und dann muss Max am Mittwoch zur Arbeit. Ja, muss er um 8 Uhr. Da werde ich ihn noch hinschicken. Olivia kann dann von zu Hause aus arbeiten. Wobei wir uns vermutlich um die Aufgaben nicht wirklich kümmern können. Denn ich möchte das mit den Pflanzen endlich hinbekommen. Das ist mir wichtig. So, Kuhpflanze wächst und gedeiht. Und Max, mein Lieber, was ist mit dir? Schicken wir dich auch noch ins Bett? Warum nicht, ne? Ganz ehrlich, damit du wenigstens einigermaßen ausgeschlafen zur Arbeit gehst. Schlafen gehen. So, und du machst da deinen Gartensalat, kannst dir da gleich eine Portion holen und musst dann leider alleine essen. Das tut mir sehr leid, Olivia. So, schlafen gehen. Level 9 der Kochfähigkeit. Oh, wow, gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht, Olivia. Finde ich gut. Und bei ihr müssen wir dann mal gucken. Entweder kriegen wir das hin, dass sie auch noch ins Bett geht. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Stopp. Das haben wir mit den anderen doch auch gemacht. Wir haben uns doch den Mülleimer geholt. Der Geld bringt, dabei brauchen wir den hier viel dringender. Wie wäre es, wenn wir den einfach mal kaufen? Ist doch gar nicht so schlecht, ne? Wo haben wir denn hier unseren Mülleimer? Es ist so dunkel, dass man hier erstmal gar nichts sieht. Das hier ist der Mülleimer, ne? Den verkaufen wir. Und wir schnappen uns dieses wunderschöne Ding. Können wir das... Nee, ganz an die Wand geht nicht, ne? Steht so ein bisschen im Raum, aber gut. Besser als nichts, ne? Dann bekommen wir da jetzt ein bisschen Geld rein, wobei es dauern wird, bis wir mit dem Geld die Rechnung bezahlen können. Das wird echt ewig dauern. So, Lucy, legst du dich hin? Oh, wenn ich die Geige so sehe, ne? Wir müssen auf jeden Fall wieder mit dir ein bisschen Geige spielen. Echt jetzt? So, Olivia, komm, hau dir den Salat rein. Ich räume eben kurz den Teller weg. Na, komm schon. Das bringt uns dann wie viel? 30 hat uns das gebracht. Okay, ach ja, natürlich. Natürlich, das geht ja danach, wie viele Personen wir hier im Haushalt sind. Okay, 30, ja gut. Dann werden wir damit sowieso nicht unsere Rechnung bezahlen können. Lass es stehen, Olivia. Lass es bitte stehen. Olivia, lass es bitte stehen. Wir brauchen die 30 Simoleons, genau. Genau, lass es stehen und geh oben ins Bett oder pack es in den Mülleimer, ist mir ganz egal. So, und dann ab ins Bett mit dir, Madame. Ja, ja, du musst ja jetzt nicht vom Bett träumen. Du kannst auch direkt mal hingehen. Und dann möchte ich mal eben gucken, Max, wann musst du nochmal los, damit wir da ein bisschen drauf achten? Du musst um 8 Uhr los, ne? Lucy muss um 8 zur Schule. Okay, das sollte dann soweit passen. Und Olivia bekommt den Anruf dann um 9, okay? Und dann hoffe ich wirklich, dass wir die beiden Bohnen noch bekommen. Ich weiß jetzt auch, das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass es gar nicht die beschämte Bohne ist, sondern die unwohle Bohne. Und dass wir die eigentlich schon längst hätten bekommen können, wenn ich das gewusst hätte. Aber gut. Jo, hier klingelt schon. Max, mein Lieber, du gehst auf jeden Fall zur Arbeit, damit wir hier mit dir nicht so einen Stress haben. Das ist dann schon ganz gut. Lucy, du kannst aufstehen. Hast jetzt noch ein Stündchen Zeit. Wie sieht es aus mit den Hausaufgaben? Hast du die gemacht? Nicht begonnen. Kriegen wir das vielleicht noch hin? Mit links erledigen? Das klingt doch ganz gut. Gut, oder? Mit links erledigen. Das sollte doch dann relativ schnell gehen, sofern du jetzt nicht erst nach unten gehst und dich da hinsetzt. Aber wahrscheinlich tust du genau das, ne? Aber gut, kommst halt ein bisschen zu spät zur Arbeit. Ist auch nicht so schlimm. Max, mal lieber, vor der Arbeit wirst du nicht mehr essen können. Dann kannst du dich lieber ein bisschen ausschlafen. Ist schon okay. Und mit Olivia gehen wir dann gleich auf große Tour.
Und ich hoffe, wir haben Glück. Kuhpflanze, alles gut bei dir? Können wir nochmal, Moment, können wir nochmal bewässern? Nee, können wir nicht mehr, okay. Lucy, ach, du hast dich nach draußen gesetzt. Och, das ist aber schön. Das finde ich ja gerade echt toll. Setz sie sich einfach mal nach draußen, die Sonne scheint so schön. Und dann vor der Schule nochmal schnell die Hausaufgaben mit links erledigen. Kein Problem für Lucy. So, 40 Tage bis zur nächsten Altersstufe. Und bei dir? Oh, nur 12. Und bei Max? Was ist denn mit Max? 72? Echt jetzt? Ach, krass. Hausaufgaben fertig. Boah, Lucy, das ist richtig gut. Oh, geht's dir nicht gut? Geht's dir nicht gut? Oh Mann, das tut mir voll leid. Das ist ja nicht so schön. Aber du bist trotzdem selbstsicher, ne? Von Krankheit ist hier gerade noch keine Spur. Sie möchte Max umarmen. Ja, ich möchte, dass ihr zur Arbeit und zur Schule geht. Max, das mit dem Essen wird dann wohl nichts mehr, ne? Tut mir leid für dich. So, wir warten, bis die beiden aus dem Haus sind und dann kann auch gleich Olivia aufstehen. Und dann geht's los, Leute. Ich werde nochmal in den Park nach Oasis Springs gehen, denn ihr habt mir geschrieben, das habe ich mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass ihr da wohl die meisten Pflanzen-Sims getroffen habt. Ich hatte da beim letzten Mal ein bisschen Pech, aber wer weiß, vielleicht klappt es diesmal. Ich will es hoffen. So, Max, mach dich auf den Weg. Max ist weg und Lucy ist jetzt gleich auch weg. Das bedeutet, Olivia, du kannst aufstehen und dann werde ich doch direkt mal dein Outfit ändern. Oh, du bist kokett. Das ist ja ganz fantastisch. Was wollen wir denn mal anziehen? Was möchte ich denn mal? Ich möchte dich mal wieder umziehen. Dir vielleicht mal wieder eine andere Haarfarbe geben. Aber gut. So, Lucy, mach dich auf den Weg. Du kommst schon viel zu spät. Halbe Stunde schon. Und wir gehen los. Es ist morgens, die Sonne scheint, die Pflanzen-Sims möchten sich doch bestimmt im Park rumtreiben. Zumindest würde ich das wollen, wenn ich ein Pflanzen-Sim wäre. Und ich hoffe echt, dass wir diesmal das Glück haben. Vielleicht, ja, treffen wir auch direkt schon Sims, die in der richtigen Stimmung sind. Das wäre großartig. Aber hier sind nach wie vor keine Pflanzen-Sims drin. Schade. Dürfte ja eigentlich kein großes Problem darstellen, dass wir hier den Campingplatz hingebaut haben. Denn das Ganze ist ja immer noch ein öffentliches Gelände und eigentlich treiben sich hier immer voll viele Sims rum. Aber gerade irgendwie nicht so, oder? Doch, hier ist ja voll was los. Ach, cool. Die Snow ist hier. Die Lisa ist hier. Das ist schön und gut. Ist denn hier auch irgendjemand, der ein bisschen grün aussieht? Ich weiß ja nicht, ne? Trainieren. Weißt du was? Ich lasse dich mal trainieren, damit du in der Zeit wenigstens ein bisschen was Sinnvolles tust, während ich mich hier umschaue und darauf hoffe, ja, ein, zwei Pflanzen-Sims zu erspähen. Bei wem klingelt es? Ja, ja, von zu Hause aus arbeiten natürlich. Das machen wir. Leute, warum habe ich so ein Pech? Warum habe ich so ein Pech bei den Pflanzen-Sims? Aber hier ist auch niemand, ne? Hier ist echt niemand und du bist angespannt. Ja, ja. Ist okay. Die Jasmine Holiday ist da. Das ist vielleicht schon mal ein gutes Zeichen. Da. Da ist jemand. Da ist jemand und welche Stimmung hast du? Das ist aber jetzt... Das ist Lee, ne? Und Lee ist doch jetzt glücklich. Passt mal auf. Herbeirufen. Ja, vielleicht kommt er ja. Das wäre schön. Da müssen wir nicht extra hingehen. Ah, so. Vielleicht kriegen wir es ja mit ihm... Noch irgendwie hin? Ja, nerd. Ich glaube, das mit dem Herbeirufen klappt nicht, oder? Kommt er? Ah. Lee, kommst du? Ach, er geht einfach da durch. Okay, er ist aber jetzt glücklich, ne? Und glücklich brauchen wir nicht. Wir brauchen unwohl oder aber kokett. Und da wir mit ihm Komplimente bei Outfit machen, jetzt warte doch mal, Lee. Warte doch mal, bitte. Da wir mit ihm ja schon ein kleines bisschen geflirtet haben... Könnte das ganz gut werden? Ihr habt mir... Ach, jetzt ist er selbstsicher, okay? Ich glaube, er leuchtet einfach immer anders, ne? Um hohen Kredit bitten. Nein, kennenlernen. Wir machen das jetzt mal relativ langsam. Ich gebe mein Bestes. Rose anbieten. Nein. Freundlich. Bitten abzuhängen. Das habt ihr mir geschrieben, damit die Sims nicht immer abhauen, ne? Wisst ihr was? Das könnte ich eigentlich mal machen.
Damit er da auch nicht auf die Idee kommt, irgendwie zu gehen, über Spielstrategien diskutieren. Kannst du mal bitte machen? Chimray Jabin Slothish. Simbab Krako. Jabin. Okay, so, das sieht ja noch ganz gut aus, über Farbtheorie reden. Das ist alles schön und gut. Nach Karriere fragen, ja, können wir mal machen. Über Mode scherzen. Also erstmal ganz normale, nette Gespräche. Tag verschönern ist toll. Und nochmal ein Kompliment über Outfit machen. Und wir haben erfahren, dass Lee arbeitslos ist. Okay. Tiefgründige Unterhaltung. Wie wär's denn damit? Über Interessen reden. Können wir auch nochmal machen. Schmeicheln ist auch immer nett. Nochmal Tag verschönern. So, Reparaturtipps? Nee, das muss nicht sein. Von Lieblingssänger schwärmen könnt ihr auch mal machen. Das sieht aber gut aus. Ein Kompliment. Kannst du ihm mal bitte machen? Wir müssen ihn nur kokett bekommen. Das darf doch nicht so schwer sein, oder? Witz über Ingenieure erzählen. Okay, nochmal ein Kompliment machen. Hat sich seine Stimmung geändert? Jetzt ist er sehr selbstsicher. Na, super. Wenn wir sagen, flirten, wie sieht's dann aus? Wie sieht es dann aus, mein Lieber? Wir kennen uns doch jetzt schon ein bisschen. Und du bist so selbstsicher und da flirtet dich so eine nette Frau an. Ich habe 24 Stunden, meine Rechnung zu bezahlen. Ich weiß. Ich möchte aber die Bohnen. Insider-Witz. Machen wir das nochmal. Und dann... Ey, Lee? Ich muss dich nochmal bitten, mit mir abzuhängen, oder? Glaube ich. Bitten abzuhängen, ja. Da wäre noch jemand. Das ist der David Madsen, ne? So, von Vampiren schwärmen? Nein. Wir schmeicheln nochmal. Okay, ich kann einen Moment bleiben. Ach, das ist gut. Das ist gut. So, auf jeden Fall nochmal flirten. Und was haben wir noch? Knuddeln. Irgendwas, was nicht ganz so heftig ist. Und? Das ist gut. Polizistenwitz. Polizistenwitz machen nochmal. Okay. Ich möchte es hier auch nicht wieder versauen. So, Rose anbieten. Kriegen wir das wohl hin? Ach, komm schon, Lee. Komm schon. Sehr gut. Hände küssen? Olivia, du sollst jetzt nicht essen. Du sollst hier weitermachen. Ersten Kuss erleben, Hände küssen. Er ist sehr kokett. Aber er leuchtet gerade nicht. Wie ich das hasse, ne? Er leuchtet nicht. Oder leuchtet er? Man erkennt es nicht so wirklich. Pass mal auf, um eine magische Bohne bitten. Wir probieren das jetzt, ansonsten machen wir einfach weiter. Er gibt uns eine. Welche gibt er uns? Ist das die richtige? Das ist die richtige. Geil, Leute. Richtig geil. Oh, cool. Wir sind ein bisschen weitergekommen. So, dann werde ich doch jetzt mal schauen, wen haben wir hier noch so? Ist hier zufälligerweise noch irgendein Pflanzenzimt, der sich ganz zufälligerweise unwohl fühlt? Vermutlich nicht, ne? Das wäre auch zu viel des Guten. Nee, also hier ist definitiv niemand. Wen haben wir da hinten so? Auch keine Pflanzenzimts. Da steht die Mali rum. Nee, schade. Schade. Lee, ich überlege gerade. Och, Olivia, jetzt renn doch nicht da hinten hin. Oder ist da zufällig jemand? War der nicht? David Madsen, du warst doch auch ein Pflanzenzim. Aber jetzt siehst du ganz normal aus, ne? Ach Mann. Gut, wir sind aber ein bisschen weitergekommen, das ist schon mal gut. Olivia, was ist denn das? Ein Gericht nehmen. Olivia, das sind Würstchen. Och, mach doch nicht so einen Quatsch. Dann kannst du dir besser selber was grillen. Ganz ehrlich, wo ist denn hier der Grill? Da ist einer. Pass mal auf, grillen. Hähnchenbrust, nein, gegrillte Früchte. Weil sonst fühlt sie sich ja nur wieder schlecht. Und wir wollen nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Wir wollen, dass ein Pflanzenzim sich schlecht fühlt. Aber hier ist gerade niemand. Aber gut. Leute, ich bin froh, dass das mit Lee jetzt endlich funktioniert hat. Das finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt nur noch den unwohlen Pflanzenzim. Das Ganze hier mal so ein bisschen im Auge behalten. Es sieht aber nicht so aus. Da ist auch niemand. Das ist die Snow, die da vorne rumläuft. Okay. Wer ist denn hier unten? Passt mal auf. Stopp. Ach, das bist du, Lee, ne? Das bist du, klar. Wir sind jetzt noch in einer Gruppe, in Anführungsstrichen. Weil ich ihn ja gebeten habe, abzuhängen. Und warum bist du traurig? Familiensehnsucht. Ja, du hast ja auch gerade hier mit einem wildfremden Mann geflirtet. Aber gut. So, der Lee spielt da jetzt ein bisschen. Das bringt uns nicht ganz so viel. Okay, dann wäre es natürlich noch eine Option, nach dem Essen gleich mal in den anderen Park zu gehen. Vielleicht noch nach Willow Creek, eventuell haben wir da noch ein bisschen Glück. Wäre ganz schön. Ich lasse Olivia aber jetzt erstmal aufessen.
Ist dann schon in Ordnung, ne? Singfähigkeit. Ach, Olivia, ist doch bitte, Madame, ein Gericht nehmen. Ist doch bitte. Singfähigkeit perfektionieren, Wettbewerb auf der GeekCon. Ach, die ist ja auch heute, ne? Ich meine, die ist heute am Mittwoch. Kannst du das gleich ins Inventar packen? Warum kann ich das nicht reinziehen? In Inventar platzieren. Ja, ich hoffe, das machst du nach dem Essen. Ja, dann heute noch zu GeekCon. Es kann natürlich sein, dass auch auf der GeekCon Pflanzen Sims rumhängen, oder? Ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Warum nicht? Gut, ich lasse dich da machen. Zoome mal eben fix raus und gucke nochmal, ob hier noch jemand anders rumläuft. Wer bist du denn? Ach, das ist die Maya. Maya ist kein Pflanzen-Sim. Lee immer noch am Spielen. Da ist die Julia. Bringt uns auch nicht weiter. Snow und Mali. Und Chloe bringt uns auch nicht wirklich weiter. Okay. Gut, dann futter jetzt noch auf. Kann es sein, dass du gerade hier wieder zurückkommen möchtest? Auch Olivia, jetzt isst doch bitte erstmal. Isst doch bitte erstmal das Gericht auf, weil dann können wir nämlich gehen und unser Glück nochmal im Park versuchen, wenn ich das jetzt nochmal vorspule. Bekommst du es dann mal hin da mit dem Futtern? Hast es doch gleich geschafft. Müssen wir nur dran denken, dass wir das Essen wieder aus dem Inventar mitnehmen. So, das vegetarische Gericht war super, das freut mich. Und wir probieren unser Glück jetzt nochmal in Willow Creek. So. Dann nehmen wir den Lee aber nicht mit, oder? Oder wollen wir den so als Notlösung? Wobei ich nicht weiß, wie ich die Pflanzen-Sims in unwohlen Zustand bekomme. Das weiß ich nicht. Ich nehme ihn mal mit. So, Olivia und Lee. Lee, wie fühlst du dich, mein Lieber? Tag verschönern. Du bist immer noch kokett. Wie bekommen wir das hin, dass der sich unwohl fühlt? Also unwohl fühlen die Sims sich ja eigentlich, wenn sie nicht zur Toilette gehen können, wenn sie Hunger haben, wenn irgendwas super dreckig und unordentlich ist und so. Also, ich weiß ja nicht. Müssen wir ihn irgendwie so lange davon abhalten zu essen? Oder ich weiß es nicht. Wir könnten natürlich auch gemein anbrüllen, beleidigen, die kalte Schulter zeigen. Ich weiß nicht, ob er dann eher wütend wird. Und? Wir könnten natürlich auch geschickte Entschuldigung. Nein. Ich mache nochmal was Gemeines. Nochmal kalte Schulter zeigen. Dass ich das... Och, Lee, warte doch mal bitte. Dass ich das irgendwie ein paar Mal oder so mache, Runde herbeirufen. Nein, gemein. Abblitzen lassen. Ich weiß ja nicht, ob seine Stimmung dann eher wütend wird oder vielleicht auch beschämt, weiß ich nicht. Zweimal Snow hier hintereinander. Vielleicht haben wir auch Glück und er fühlt sich unwohl, ich weiß ja nicht. Ansonsten wäre es noch eine Option. Das wäre überhaupt die Idee. Das wäre die Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ja, das ist jetzt echt die Idee des Jahrhunderts. Wir nehmen jetzt Lee mit nach Hause und sperren den ein. Wir sperren den zu Hause irgendwo ein. Und kein Zugang zum Wasser, kein Zugang zum Klo und so. Und dann werden wir ihn doch hoffentlich irgendwie in eine unwohle Stimmung bekommen. Ich weiß noch nicht, wo ich dann das Gefängnis für ihn hinbaue. Werden wir sehen. So, das ist echt ein mieser Plan, den ich hier gerade vorhabe, aber so ist wenigstens gewährleistet, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen werden. Ich muss mir jetzt nur mal überlegen, wie wir das machen. Können wir nicht einfach so eine winzig kleine Hütte hier für den bauen? Ich weiß ja nicht, irgendwie sowas ganz Kleines, das muss nichts Großartiges sein. Passt mal auf, vor allem müssen wir auch auf unser Geld achten. Ne? Können wir überhaupt was bauen, wenn wir im Endeffekt Schulden haben? Bin mir da nicht so sicher. Pass mal auf, machen wir das so?
und so. Oh, ist das übel. So, einfach mal so ist ja im Endeffekt total egal, oder? Wir könnten auch, damit es ein bisschen cooler aussieht, Halbwand. Wir können doch, ja genau, wir können doch überall Halbwände machen, oder? Geht das nicht? Halbwand. Oder ein Zaun wäre auch witzig, aber pass mal auf, ich mache das gerade erstmal provisorisch so. So, dann brauchen wir eine Treppe. Ja, die kann ich jetzt hier wieder nirgendwo da so und dann drehen und dann war das die falsche Richtung und jetzt kann ich sie hier nirgendwo wirklich platzieren. Ach, ist das ärgerlich? Ja, dann platziere sie bitte da und dann drehen wir sie in diese Richtung. Ist das richtig? Jawohl. Und dann packen wir das Ganze hier hin. Geht das denn hier mit einer Tür bei der Halbwand? Ich habe keine Ahnung. Das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Ach Manu, wenn wir dann sagen, ganze Wand, dass wir da einfach nur so eine Tür reinmachen. Es ist ja auch im Endeffekt total egal hier von mir aus so eine Glastür. Das ist ja ganz egal. Es geht ja nur darum, dass wir ihm da den Zugang zu allem so ein bisschen verwehren. So, Tag verschönern. Einfach mal machen und dann sagen wir gleich hier plaudern. Oh, gemein, ey. Das ist so gemein. Vorhin noch mit ihm geflirtet, ihm eine Rose angeboten, alles total krass, ne? So, hier plaudern. Ist das lustig? Na komm schon, Lee, geh mit mir da rein, bitte. Geh mit mir in dein Gefängnis. Der kann ja nicht über die Halbwand drüber, ne? So überklettern oder so geht ja nicht. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. So, wenn wir jetzt sagen, Tür abschließen für jeden außer Olivia. Ja, eigentlich schon, jeden außer Olivia. Hier hingehen. Jetzt ist der da drin. Ist das geil. Und der kommt nicht raus. Oh, ist das großartig, Leute, ich feiere das gerade. Haben wir den hier eingesperrt, mega gut. So, Olivia, dann kannst du jetzt ja, deinen alltäglichen Pflichten hier nachgehen von mir aus. Die Wand ist da nur so ausgeblendet, ne? Ja, das sieht jetzt hier mega blöd aus, aber gut, kann ich jetzt auch gerade nichts dran ändern. Was macht Lucy? Lucy, wir haben einen fremden Mann hier bei uns zu Hause eingesperrt. Oh Mann, ey. Sozial ist es bei ihr nicht gut. Hast du vielleicht Lust, irgendwie mit ein paar Freunden zu quatschen? Plaudern mit, dass wir vielleicht mal, ja, von mir aus mal die Lisa oder so anrufen? Und was machen wir da mit Olivia? Die hat auch wenig Spaß, ne? Und wir müssen nach wie vor an Geld kommen. Können wir denn, pass mal auf, an einem Turnier oder so mal teilnehmen? Das geht alles nicht, warum nicht? Ob ich zu ihr rüberkommen möchte? Nee, Marie, nee, nee. Weil ich möchte ja später auf jeden Fall zur GeekCon gehen. Warum kannst du das alles nicht machen? Ach so, natürlich, der Strom wurde abgestellt. Natürlich. Max, wir haben einen neues Familienmitglied, zumindest vorübergehend, haben wir hier einen Gefangenen. Ja, das kannst du mal bitte anziehen. Ich finde das so geil, weil der Lee steht da die ganze Zeit nur rum. So, Max, schnapp dir mal einen Salat, dann kannst du erstmal ein bisschen was essen. Und dann müssen wir gucken. Also, wenn wir auf der GeekCon gewinnen müssen, so ist das doch, ne? Wettbewerb gewinnen. Ich weiß ja nicht, ob man da Geld gewinnt, das wäre natürlich super gut, ne? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier über Spielzeug reden. Ja, quatsch doch mal bitte ein bisschen, dass ihr beide ein bisschen Spaß habt, das Ganze sozial ein bisschen gut aussieht. Und ja, dann in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich GeekCon und vielleicht auch noch ein bisschen was klauen. Und mit Lee müssen wir dann mal gucken, ne? Wir können ja so, wir können ja leider nicht sehen, wie er sich fühlt, ne? Aber gut, ich denke, wir werden das schon sehen, wenn er hier irgendeine Regung zeigt, oder? Er steht da jetzt einfach so total blöde rum. Pass mal auf, Olivia, wollen wir noch mal hingehen? Überrechnung beschweren, Vorteile des Veganismus? Nein. Gemein, weggehen, anbrüllen, die kalte Schulter zeigen. Wollen wir das noch mal eben machen? Habe ich gerade noch mal kurz Lust drauf, das Ganze hier zu sehen. Warum? Hä, warum kommst du da nicht hin? Du kannst die Tür benutzen, Olivia. Tür abschließen für. Zutritt gestatten für. Ja, wir können auch sagen für Haushalt, ne? Das ist eigentlich egal. Eigentlich ist es echt egal. Hauptsache, er kann nicht raus. Das ist das Wichtigste. Anbrüllen. Die kalte Schulter zeigen. Mach das doch mal. Komm doch mal rüber. Und Lucy, was ist mit dir? Du musst gleich zur Toilette. Ich hoffe, das machst du von alleine. Max steht da vorm Kühlschrank. Hat er sich jetzt nicht zu essen geholt? Würstchen essen. Max, ich habe keine Ahnung, was da los ist mit dir. Er ist immer noch selbstsicher. Lockere Unterhaltung. Oh, Lee, ey.
Du wirst hier sowas von versauern. Unangenehmes Gespräch. Ja, ich hoffe wirklich, mein Plan geht auf. Und ich würde sagen, Leute, das war's jetzt für diese Folge. Wir haben echt einen Gefangenen. Ist das cool. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.